heute ein klitzekleines Pop-Out für euch und ein kleines Craft-Update. Ist wirklich nur ganz wenig, da ich momentan nicht wirklich viel Zeit habe. Ja, fangen wir mal mit dem Kleinkram an, mit dem Pop-Out. Ich habe ja wieder hier meine Reste mold. Da habe ich wieder einen Totenkopf, diesmal mit einer roten Schleife. Mal ein bisschen was anderes, nicht immer nur eine schwarze Schleife. Denn wieder hier halt schwarze Bonbons, das waren wieder Reste. Wieder von hinten ein bisschen beschleifen, weil die immer, naja, so ein bisschen, das sind halt die Reste, ne? Beschleift man ein bisschen, kann man irgendwo aufkleben oder auch mit eingießen. Dann habe ich hier noch wieder eine kleine Robbe. Na, jetzt will der nicht. So. Und dann sind hier noch ein paar Reste drin. Hier oben ist ein Schädel noch. Ein roter. Was haben wir hier noch? Eine rote Robbe. Bin gar nicht mehr so geübt mit den kurzen Nägeln. So. Jetzt musste ich hier sogar eben schon die Gardine zumachen, weil die Sonne hier so extrem reinballert. Also nichts gegen Sonnenschein, um Gottes Willen. Aber man konnte gar nichts erkennen. Dann ist hier noch ein roter. Ich weiß gar nicht, sieht man das? Ein bisschen, ne? Ich finde diese... Oh, Entschuldigung, Frosch im Hals. Ich finde diese kleinen Viecher ja so niedlich. Aber man sieht, dadurch, dass ich immer die Reste reingieße, es wird langsam hell hier drin. Na gut, ihr seht das jetzt nicht so. Aber man merkt, es wird hell. Ist aber auch nicht schlimm. Oh Mann, Entschuldigung. Dann werden die Teile eben halt nur langsam ein bisschen matt. Aber die kann man auch bestreichen oder man lässt sie matt. Hier ist dann noch einer in klar mit blauen Glitzer. Hier ist leicht rosa mit etwas Einstreu drin. So. Hier ist ein milchiger mit Einstreu. Ich habe nämlich wieder ein bisschen was versucht. Und wie ihr hier seht, an dem Rest ist das nicht ganz so hingehauen. So, dann hier wieder die Bonbons, wenn sie dann rauskommen. Wieder ein blauer mit Glitzer. Und hier ein rosaner. Huch. Und dann hier noch rote. Hupala. So. Sag mal, also was ihr im Hintergrund kratzen hört, das ist mein Leguan. Der hat momentan seine 5 Minuten. So. Noch ein Bonbon, den brauche ich ja jetzt nicht zeigen. Dann haben wir hier noch einen Tropfen. So, ein rosaner mit ein bisschen... So, nee, ich muss mal eben Pause machen. Mir geht das hier so ein bisschen auf den Keks. So, da bin ich wieder. So, wo haben wir stehen geblieben? Bei dem Tropfen. Ja, ein rosaner Tropfen mit ein bisschen Einstreu drin. Ach, meine Nägel sehen aus, aber ist mir auch wurscht. So. Ja, dann habe ich hier noch Reste drin, hier in den Schleifen wieder, aber die Schädel müssen noch gegossen werden. Das brauchen wir ja jetzt nicht. Dann habe ich hier aus dieser Silikonform auch wieder Reste reingegossen. Da habe ich hier, ich finde ja die Wölkchen so toll, ein paar Wolken gemacht. Einmal hier in, was klebt denn da jetzt für ein Sheet drauf? Ja, so. Einmal hier in Weiß mit Glitzer. Das ist dieses ganz feine Glitzer, was ich immer sagte. Diese schwarzen Flecken, die ihr da eventuell drauf seht, die sind nicht schwarz. Jetzt seht ihr, dass es so Multiglitzer ist. Ja. So, dann upsala, habe ich hier noch eine Schleife. Auch aus dem gleichen. Ja, Fokus will nicht richtig. Ich hoffe, es geht trotzdem, weil die Sonne so
extrem scheint. Hier habe ich, weil ihr das seht, mit Acrylfarbe schon ein bisschen gepinselt. Hier habe ich auch wieder was in die Schleife gegossen. Was ist denn jetzt auf einmal los mit der Farbe? Oh, die Sonne, die macht mich hier wahnsinnig. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. So, dann haben wir hier nochmal rote Wölkchen. Finde ich auch ganz toll. Brauchen wir nicht nochmal zeigen. Dann habe ich hier noch eine blaue in klar mit ein bisschen ja, Glitzer. Irgendwie will der Fokus nicht. Hallo? Jetzt. So, und dann hier noch in rosa. Schmeiß weg. Mit ein bisschen Einstreu. Das sind aber diesmal andere Wölkchen. Wie ihr seht, wenn ich hier euch jetzt mal eine rote hin... Nee, gar nicht, war nicht von den roten. Wenn ich euch so eine hinlege. Also hat eine andere Form. Die sind auch rund am Rand. Und die sind einfach gerade. Jo. So, dann hatte ich noch einen Pupsrest klar. Da habe ich den hier einen Gummiteddy gemacht. Von der Form von Schnuffelnase. Ich finde die Teddys ja so niedlich. Die haben sogar ein richtiges Gesicht. Nicht so wie meine hässlichen Teddys. So, was haben wir noch? Dann hatte ich einmal Noten gemacht. Ich wollte die mal ausprobieren. Die hatte ich schon lange. Mal gucken, wie die so geworden sind. Doch. Ich finde die hübsch. War auch gar nicht so schwer einzugießen. Doch. Finde ich hübsch. Und dann noch diesen hier. Ja. So, was haben wir noch? Dann habe ich noch ein Häschen gemacht. Das war auch ein Rest. Da ist mir hier unten, ich weiß auch nicht, irgendwas in die Ecke sehe ich gerade. Gucken wir mal. Blub. Ja, da ist mir hier unten irgendwas reingerieselt. Upsala. So, und bei den Häschen, das sind keine Blasen, das ist das Glitzer da drin. Auch ganz niedlich. Was ich witzig finde, ist hier dieser Kreis, der sitzt genau passend als Auge. Ja, den finde ich niedlich. So, dann habe ich wieder so einen Diamanten geformt. Mal gucken, ob wir den wieder rauskriegen wie beim letzten Mal. Also beim letzten Mal hat das ja relativ gut geklappt. Jetzt drücke ich hier unten immer hoch und ziehe die Seiten auseinander. Und beim letzten Mal kam er dann schon hoch. Immer wieder so nachgedrückt. Ja, ihr seht, er kommt schon hoch. Dok, 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 dok. Und jetzt versuche ich den hier oben zu greifen und ein bisschen hin und her. Seht ihr das? Und dann löst er sich schon. Wie von alleine. Also richtig klasse. So, hier habe ich das klare Harz reingegossen mit blauem Glitzer. Eine ganze Menge ist unten auf dem Boden gesackt. Und hier ist überall was drin geblieben. Das finde ich richtig toll. Das ist cool. Und die Spitze ist auch vorhanden. Der gefällt mir. Jetzt irgendwie spinnt mein Fokus. Ich denke mal, es hat mit der Sonne zu tun. Und den finde ich richtig schön. Das kommt bei euch jetzt gar nicht so gut rüber. Aber es sieht richtig cool aus. Ja. So, dann habe ich Särge gemacht. Ich habe ja, wie ihr wisst, noch ein Tauschpaket. Und mit der lieben Lydia von, hoffentlich sage ich das jetzt richtig, ich glaube Crazy Bastelstube,
Und zwar hatte sie meine Sargmulde letztes Mal gesehen beim Pop-out und sie hatte mich gefragt, ob ich ihr auch Särge machen kann, allerdings nur den Rahmen in Schwarz und in Rot. Und habe ich gesagt, na klar, mache ich. Dann habe ich hier einmal den schwarzen. Und hier einmal den roten. Mal gucken, ob wir den jetzt rauskriegen, weil ohne Rücken ist es doch arg schwer, die rauszubekommen. Also ich werde mir die auch definitiv noch abformen. So. Nun komm. Komm doch. Oh. So, und hier einmal in Rot. Ja. So, jetzt muss ich einmal einen Schluck Kaffee trinken. Sonst wird der kalt. So, dann haben wir hier wieder einen Tamagotchi, habe ich gemacht, diesmal in Schwarz. So. Ich finde die ja so toll. Zack. So, den habe ich nicht vorgemalt. Hier habe ich, ich weiß gar nicht, sieht man das jetzt? Ja, hier habe ich schon die Pünktchen und den Rahmen einmal vorgemalt. Das habe ich bei den anderen nicht gemacht. Da hatte ich das so gelassen, aber ich werde die Rahmen hier immer anmalen. Das werdet ihr auch später noch sehen. Wir haben ja noch ein kleines Craft-Update. Da seht ihr auch meinen lilan Tamagotchi, was ich daraus gemacht habe. Ja, dann habe ich wieder einen Gameboy gemacht mit diesmal nicht ganz so viel Glitzer. Mal gucken, wie der diesmal geworden ist. Hier habe ich, und da bin ich jetzt gespannt, ob das überhaupt funktioniert hat, wie ihr seht, vorher einmal mit Acryl gemalt. Also bei den Silikonformen funktioniert das ja richtig gut. Ob das bei diesen Plastikteilen funktioniert, werden wir sehen. Gucken wir mal. So, die löst sich schon von alleine. Oder auch nicht. So. Nein, bei den Plastikmolds, na, funktioniert es nicht. Wie ihr seht, wie ihr seht, ich habe den Rotz jetzt an den Fingern. Igitt. Also, bei den Silikonformen funktioniert das. Da könnt ihr es vorher anmalen. Bei den Plastikmolds seht ihr, funktioniert es nicht. Es ist immer noch matschig. Die Farbe trocknet nicht wirklich. Also hier ist sie getrocknet, hier unten nicht. Und das kann ich so wegwischen und habe den Schmodder dann, wie ihr seht, an den Finger. Also müsst ihr das bei den Plastikmolds hinterher aufmalen. Also in dem Mold, das bringt nichts. Es trocknet einfach nicht. So, ist auch nicht schlimm. Sind wir wieder ein bisschen schlauer. Aber wenn ihr jetzt mal guckt, ich habe nicht ganz so viel Glitzer reingehauen und ich finde das richtig gut. Jetzt habe ich keinen Zettel hier, dass ich das irgendwie. Ich suche mal eben, muss mal eben einmal hier umräumen. Na. Oh Mensch. Na, da habe ich natürlich jetzt drauf gepinselt. Hier ist einer. So. Machen wir das mal so. Vielleicht klappt das besser. Auch nicht wirklich, ne? Ein bisschen. Naja, aber ihr seht's. Ein bisschen Glitzer. Nicht so viel wie beim letzten Mal. Also das gefällt mir schon besser. Wenn es nicht ganz so überladen ist. Ränder wieder abschleifen. Ist auch nicht ganz so schief. Also diesmal habe ich es in so eine Form reingehangen, das Plastikteil, und dann gegossen, beziehungsweise gegossen, dann in eine Form reingehangen, damit die nicht so extrem verbogen ist. Also ihr seht, es hat ein bisschen funktioniert, aber auch nicht ganz. Also werde ich die wohl mal auf die Heizung legen und gucken, dass die dann gerade werden, aber das ist jetzt auch nicht so weiter tragisch. Und dann schleife ich die Rückseite einfach ein bisschen mehr und dann ist gut. Wird ja sowieso von vorne noch gedummt. Ja. So, die mache ich gleich sauber. Das war der Gameboy. Und dann haben wir eigentlich nur noch hier einmal eine Katze. Und zwar hatte sich Shally ja eine Katze gewünscht von mir. Jetzt muss ich nochmal, tut mir leid. Aber ich habe keinen Bock, dass mein Kaffee kalt wird. Und ich weiß nicht, ich habe so einen pappigen Mund.
So, und zwar hatte sich Shalia von mir so eine Katze gewünscht. Hat sie mich gefragt, ob sie auch so eine haben könnte. Da habe ich gesagt, ja, klar, ist ja bald Ostern. Na, jetzt bin ich ein bisschen spät dran. Ich hoffe, dass ich das noch rechtzeitig abschicken kann, sonst wird es halt ein verspätetes Ostergeschenk. Und da habe ich versucht, wieder mit diesem Metallic-Pulver in verschiedenen Farben diesmal den Hintergrund zu machen. Und mal gucken, ob das überhaupt so funktioniert hat. Jein. Also ich habe es versucht in Blau, dunklem Blau, hellen Blau, ein bisschen lila und ein bisschen weiß. Habe ich versucht, so ein bisschen ja, den Hintergrund so in verschiedenen Tiefen wiederzugeben. Das hat nicht ganz funktioniert. Also für mich sieht es jetzt blau aus. Blau mit ein bisschen Wischiwaschi. Gefällt mir trotzdem richtig gut. Also das nicht. Schleife habe ich blau gemacht. Ach Quatsch, weiß gemacht. Aber da muss ich hier noch ein bisschen nacharbeiten. Schade. Als ich es angepinselt habe, sah es anders aus. Also da konnte man richtig so ein bisschen lila. Dann kam weiß. Dann kam wieder blau. Wieder ein bisschen weiß. Versteht ihr, wie ich das meine? Und hier ist es irgendwie blau. Blau mit ein bisschen, naja, ab und zu sieht man auch mal lila. Zumindest ich so ein bisschen. Aber ich finde sie trotzdem richtig spacig, richtig cool. Ja, werde ich dann noch beschleifen und ein bisschen bearbeiten. Und dann geht sie ab zu der lieben Schalli. Du setzt dich da mal hin. So, und dann habe ich, aua. Dann habe ich nur noch diese bauchigen Herzen. Und zwar habe ich hier ein paar Folien eingegossen und ja, ein bisschen experimentiert. Hier habe ich bei diesen beiden habe ich dieses Mermaid Pulver. War das Mermaid Pulver? Ja, das war ja dieses Metallic Pulver. Ne? Und das Mermaid Pulver habe ich bei diesen beiden mal ausprobiert. Diesmal nicht mit schwarzem Hintergrund, sondern mit weißem Hintergrund, um zu gucken, wie das da funktioniert. Und jetzt bin ich gespannt, ob man überhaupt was sieht. Jein. Also, das ist auch mal ein cooler Effekt. Also, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt eingefangen kriege. Ich habe das hier oben leicht rötlich gemacht und hier unten leicht lila. Und je nachdem, jetzt fängt er das nicht ein, doch hier. Je nach Lichteinfall schimmert denn die Farbe. Also hier unten seht ihr jetzt das Lila. Ich weiß gar nicht, wenn ich ein bisschen Schatten mache, vielleicht liegt das... Ja, jetzt seht ihr das, ne? Auch mehr schlecht als recht. So, jetzt will ich aber, dass ihr das seht. Also müssen wir jetzt ein bisschen experimentieren. Okay, so seht ihr nichts. Jetzt halte ich das mal so fest und mach mal... Jetzt könnt ihr das ein bisschen sehen. Oben ist es dieses rötliche und unten dann dieses lilane angehauchte. Und das ist wirklich nur je nach Lichteinfall. Ist irgendwie cool. Also in Schwarz, finde ich, hat es einen schöneren Effekt. Aber das finde ich auch cool. Nehmen hier noch ein paar Jellies oder so rauf. Wunderbar. Das war dieser. Dann habe ich den natürlich noch hier und den habe ich mit Blau und Grün. Jetzt könnt ihr das wieder sehen. Da klebt ein bisschen was dran. So, jetzt könnt ihr das sehen. Oben Blau, unten Grün. Also es gefällt mir eigentlich richtig gut. Es ist nur schade, dass man, wenn das Licht jetzt direkt drauf fällt, gar nichts sieht. Erst sofern sich das ein bisschen bewegt, also bei euch jetzt nur, wenn Schatten ist, bei mir sehe ich so auch was, dass man das nur dann sieht. Das ist ein bisschen schade. Also dieses Mermaid-Pulver ist dann quasi eher was für einen dunklen Hintergrund. Oder wenn man wirklich nur diesen Effekt haben will, dass es immer weiß ist, außer man kippt es mal ein bisschen. Aber trotzdem gefallen sie mir die richtig gut. Ein bisschen bearbeiten, dann ist es auch im normalen Zustand nicht so langweilig. Hier sind ein paar Blasen drauf auf der Folie, aber na gut. Schade, dass ihr das so nicht seht. Also wenn ich jetzt so kippe, kommen natürlich auch die Farben bei euch nicht. So, sind wir auch wieder ein bisschen schlauer. Mermaid Pulver, also lieber mit schwarzem Hintergrund. So, dann habe ich hier
den Rußbold oder was das sein soll. Ich denke mal Rußbold. Habe ich eingegossen mit weißem glitzernden Hintergrund. Hier sind ein paar Luftblasen drin über der Folie. Es ist nichts zerkratzt, es sind Luftblasen, aber das ist nicht schlimm. Ich denke mal, dem werde ich eine Schleife verpassen. Ja. So, was haben wir denn hier noch? Hier habe ich kleine Fimo-Shapes mit eingegossen. Und zwar die von der Sakura-Box aus der Box Sweets. Da habe ich diese Teilchen hier mit eingegossen. Da habe ich erst eine klare Schicht. Na hallo? Was wird das hier? Da habe ich erst eine klare Schicht eingegossen. Da habe ich dann ja die Folie reingemacht mit dem. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Es liegt mir auf der Zunge, jetzt komme ich nicht drauf. Naja, ist ja auch wurscht. Ein paar von euch werden das Ding kennen. Da habe ich erst die klare Form, ach Quatsch, oh meine Güte, die klare Schicht eingegossen. Und na, dieses pummelige Kätzchen halt drauf. Aushärten lassen. Dann habe ich diese Fimo Bonbon Shapes eingelegt. Bisschen mit Harz fixiert, dass es nicht hin und her rutscht. Und dann hinten einfach eine weiße Schicht mit Glitzer. Was ich so schön finde bei diesem bauchigen Herzen, zumindest bis jetzt hat es funktioniert, ich habe die klare Schicht nicht bis zum Rand gegossen, ist ja klar, weil ja noch eine farbige Schicht im Hintergrund sein muss und man sieht sie nicht. Man sieht nicht, dass die weiße Schicht eigentlich breiter ist als die klare Schicht. Also es sieht aus wie eins. Und das finde ich richtig cool. Mal gucken, ob es bei den anderen auch so ist. So, dann nehmen wir mal den hier. Und hier ist das, was ich versucht habe, mit farbigen Harz so ein bisschen Streudeko reinzulegen. Und ich glaube, man sieht die Streudeko nicht wirklich. Aber naja, dann ist es so. Nein, man sieht sie nicht wirklich. Man sieht sie angehaucht. Also hier sind so ein paar. Hier unten, hier ist gar keins und hier sieht man wieder so ein bisschen. Da, jetzt könnt ihr es sehen, ne? Ist jetzt doof, dass die alle so ein bisschen auf dem Haufen sitzen. Ich hatte zwar die verteilt oder versucht zu verteilen, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich wollte eh noch von außen ein bisschen was aufkleben. Ja, finde den aber ganz niedlich. Finde ich süß. Ein paar Jellies versetzt, dann fällt das auch gar nicht auf. Jo. Ich finde den niedlich. Passt so ein bisschen zu den hier. Bei dem Donut. Süß, süß, süß. So, dann habe ich hier noch so ein bisschen mit Blau gespielt. Ein paar Glitzerelemente und ein bisschen anderes Glitzer und Schüttelzeug und so, aber nur peu à peu. Da habe ich hier dieses süße was ist denn das? Seepferdchen. Dieses süße Seepferdchen. Also ich hatte erst ein bisschen Bammel, weil das Seepferdchen ja blau ist, dass man das gar nicht richtig sieht, weil der Hintergrund dann ja auch blau ist. Aber ich finde das richtig witzig. Mit dem groben Glitzer drin und diesen Tropfen. Die Tropfen haben sich auch gut verteilt. Ja, auch wieder ein paar Blasen. Ich weiß nicht, warum ich diesmal so viele Blasen vor der Folie habe, aber na gut. Kann auch daran liegen, dass das diese bauchige Form hat. Hier ist es nicht. Aber hier eben halt auch. Kann daran liegen, dass es diese bauchige Form hat. Ups, das ist denn nicht. Ach Mensch, so. Dass das dann nicht diese so gerade auf dem Boden liegt, sondern eben noch Luft dazwischen ist. Ich habe es zwar ganz nach unten gedrückt, aber naja, finde es jetzt auch in der Unterwasserwelt nicht so schlimm. Passt eigentlich. Jo. Ich finde den niedlich. Den finde ich richtig süß. Jo. Und die Folie ist ja immer, ihr wisst ja, weiß wird nicht gedruckt. Ein Drucker druckt ja kein Weiß.
Die einen kennen den Trick bestimmt schon, die anderen vielleicht nicht. So, wie ihr seht, die Augen sind dicht. Da glitzert nichts durch, wie zum Beispiel hier. Hier seht ihr im Hintergrund das Glitzern. Die Katze ist leicht grau, aber trotzdem halt noch ein bisschen transparent. Ne? Das seht ihr halt durch. Und hier ist es nicht. Gut, bei Schwarz ist es sowieso wurscht, da scheint nichts durch, aber trotzdem bei farbigen Folien ist es ja trotzdem ein bisschen durchsichtig, wie eben hier. Und das ist hier nicht. Und hier habe ich einfach mit so einem Tippex-Stift den Hintergrund angemalt. Dass es dann auch wirklich nicht durchsichtig ist und man auch weiß sieht, wie zum Beispiel hier bei den Augen. Weil wäre der Hintergrund jetzt rot gewesen, dann wären die Augen auch rot. Und das finde ich immer blöd. Und deswegen mache ich dann nicht bei allen Figuren, aber bei manchen, wie zum Beispiel hier, das hätte sonst vom Seepferdchen zu viel abgelenkt, wenn das im Hintergrund auch noch geglitzert hätte oder hier auch. Mache ich dann ein bisschen von einem Tippex-Stift im Hintergrund. Man kann auch andere weiße Stifte nehmen. Man muss nur darauf achten, dass die sich nicht wasserlöslich sind und so, und dass sie wirklich fest sind. Aber ich finde die richtig niedlich. Ich bin zufrieden. Nur mal so als kleiner Tipp, falls ihr das noch nicht wusstet. So, das war es dann jetzt auch mit dem Pop-Out. Dann habe ich jetzt noch ein kleines Craft-Update für diejenigen, die es interessiert. Ich habe nämlich ein paar Shaker gemacht und habe mir da halb einen abgebrochen. Und ein paar Rahmen habe ich fertig gemacht. So, meine Kette habt ihr ja schon gesehen. Meine Rußboldkette, da habe ich jetzt einfach so eine Collierschlaufe rumgebunden und an so einem Lederband. Mehr ist es nicht. Ne? Kein Zauberwerk. So, und dann habe ich hier meine Dose einmal bearbeitet. Und zwar habe ich, was heißt bearbeitet? Ich habe die Ränder ein bisschen beschliffen, dass das nicht ganz so scharfkantig ist. Und hier vorne einfach, damit man den Deckel einfach hochkriegt, weil der Deckel ja in der Dose liegt, nicht immer so kippen muss, habe ich hier oben da ist so eine, in der Mitte der Blüte ist so ein Hubbel, den habe ich ein bisschen abgeschliffen und habe dann da einfach so einen Totenkopfknopf rübergeklebt. Ne, hier seht ihr, es ist ein Knopf, aber von der Seite ist es ja wurscht. Und jetzt kann man den einfach so öffnen. Ja. So, dann habe ich ein paar Rahmen fertig gemacht, einen Gameboy fertig gemacht und ja. Und dann habe ich einmal diesen hier, der ist von innen, da ist gar nichts drin, da ist nur dieses Zebra, das habe ich auch. Also das Zebra hätte ja jetzt eigentlich keine Farbe, weil es ja auch so eine Folie ist. Und da habe ich auch mit diesem Tippex-Stift einfach den Hintergrund angemalt. Muss man natürlich aufpassen, dass man nicht übermalt. Also hier, wie ihr seht, am Ohr. Ich hoffe, der macht das jetzt. Da habe ich ein bisschen gepitcht. Na, aber es ist jetzt nicht weiter tragisch. Finde ihn aber trotzdem ganz niedlich. Ja, das ist einmal dieser Rahmen. Und dann habe ich noch ein Flamingo gemacht. Und den finde ich richtig süß. Da habe ich draußen ein paar Jellies, die Herzen rangeklebt, Flamingo reingeklebt. Hier sind zwei Perlen drin, also Halbperlen und hier auch. Die merkt man auch. Und ein bisschen Glitzer. Von hinten sind die ja beglitzert. Ich fand die Farbkombi auch so schön. Also der Rahmen ist nicht weiß, wie ihr das jetzt seht. Der hat einen ganz, ganz leichten rosa Touch mit Glitzer. Und hier drinnen, der Rücken hat eigentlich kein Glitzer. Und da habe ich dann ja halt ein bisschen dieses rosane Glitzer reingemacht. Den fand ich richtig hübsch. Ja. So, und dann habe ich, was zeige ich euch jetzt? Also ich zeige euch jetzt die Shaker mit Öl. Ich zeige euch erstmal Tamagotchi. Und zwar hatte ich die Idee, da einen Charme reinzuhängen. Ein Tamagotchi, jeder, der früher einen Tamagotchi hatte, weiß, man hat dann ja so kleine Viecher drin. Und ich habe mir gedacht, ich will da kein Schüttelelement reinmachen oder kein Shaker im herkömmlichen Sinne draus machen, sondern versuche einfach mal da wirklich ein kleines Tierchen reinzusetzen. Und ich hatte so einen kleinen Charme als Wahl und ich fand das ganz passend von der Farbe her. Da habe ich einfach hier drinnen
eine Öse, also hier oben ist zu, ne? Dann habe ich hier drin einfach eine Öse reingedreht, so ein bisschen schief, das war ein bisschen tricky. Und den Wal dann da reingehangen. Und jetzt baumelt er da so, ich hoffe, ihr seht, so liegt er ja, aber der baumelt da vor sich hin. Ich finde auch das Geräusch so toll. Und den Rahmen habe ich ja weiß angemalt mit meiner Acrylfarbe. Und ich bin auch nur über den Rahmen und bei den Pünktchen hier unten, bei den Knöpfen, habe ich mir gedacht, setzt ihr da eine blaue Blume hin, ein blaues Herz und einen blauen Stern. Weil der Wal ja auch blau ist. Und nur über diesen weißen Rand und über die Knöpfe bin ich mit Harz gegangen und das hier drinnen nicht. Also das ist wirklich leer. Hier könnt ihr es sehen. Und hier in der Mitte habe ich einfach meine Overhead-Folie rübergelegt. Einmal mit UV-Harz festgeklebt. Und dann bin ich vorne mit UV-Harz rübergegangen. Und dann hatte ich mein Tamagotchi. So, jetzt mache ich nochmal kurz Pause, weil wir die halbe Stunde schon wieder erreicht haben. Sonst sagt mein Handy gleich nö. So, da bin ich wieder. Ja, also das war der, den fand ich ultra niedlich. Jetzt im Nachhinein habe ich, denke ich mir so, naja, da hätte ich dem Wal auch noch ein kleines Auge verpassen können, aber naja, gut. Ich habe ja noch Tamagotchis hier, ne? Ja, das ist der. Dann habe ich mir einen halb abgebrochen. Und zwar habe ich einen Shaker gemacht mit Öl. Jetzt seht ihr das aber nicht richtig. Ich habe da... Da seht ihr es, ne? So, es rieselt so runter, ist ein bisschen Öl. Jetzt muss ich einmal kurz klopfen, dass es da mal verschwindet. Da habe ich im Hintergrund so eine Qualle, fand ich ganz passend. Ich wollte es auch mit Absicht, also in der Kamera kommt das jetzt nicht gut rüber. Also die Qualle ist eigentlich lila-rosa und nicht so bläulich wie bei euch. Also man sieht die Qualle richtig gut. Da habe ich dann einfach ein bisschen feines Glitzer, ein bisschen grobes Glitzer und ein paar kleine Glasperlen in Blau und Grün reingesetzt. Das sollen dann, naja, wie Algen oder sowas so ein bisschen sein, ne? Dass da auch ein bisschen Farbe mit drin ist. Ja. Und dieses Öl da reinzufüllen, also ehrlich, das war eine Tortur. Ich habe leider nicht so eine Spritze, womit man die Druckerpatronen auffüllt, habe ich leider nicht. Und ich wollte aber unbedingt einen Shaker mit Öl machen und habe mir dann einfach, ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, hier oben, ich habe es jetzt mit Absicht noch nicht richtig ordentlich gemacht, um euch das zu zeigen, ein Loch reingebohrt. Ganz normal, hallo? Ganz normal, mach das jetzt. Na, auf jeden Fall ganz normal ein Loch durchgebohrt. Seht ihr das irgendwo? Nee, nicht wirklich, ne? Aber ich habe einmal ein Loch durchgebohrt, aber auch leicht schief. Und hing dann da wie blöd und habe das Öl da rein gefrieren. Jetzt wollte ich auch kein Monsterloch haben. Jetzt habe ich einfach das Loch so groß gemacht, dass meine Spritze, die ich habe, ohne Nadel da einigermaßen reinpasst. So, ging. Das Problem dann, dadurch, dass das Loch denn ja nicht so groß war und auch nicht wirklich viel Platz lief, und ich dann was reingedrückt habe, kam mir das ganze Öl oben schon wieder raus, obwohl es unten noch nicht mal drin war. Warum? Ganz einfach, hier drin ist Luft, ja, die muss irgendwo hin. Und wenn ich da jetzt Öl reinquetsche, wird die Luft rausgedrückt. Dadurch, dass kein Platz war, kam mir das Öl dann hinterher schon wieder entgegen. Also hätte ich das Loch rein theoretisch größer machen müssen, wollte ich aber nicht. Also habe ich dann ein zweites Loch direkt daneben gebohrt. Natürlich nicht ganz so groß, aber dass da die Luft entweichen konnte. Hat auch ganz gut geklappt, würde ich aber nicht nochmal machen. Also es war wirklich, ich hing da ewig dran, um das bisschen Pupsöl da reinzufüllen. Also es hat wirklich ewig gedauert und es lief trotzdem immer wieder ein bisschen Öl raus. Ja, aber ich wollte, wie gesagt, unbedingt einen Shaker mit Öl machen. Ja. Nadeln sind bestellt und dann sollte es beim nächsten Mal besser laufen. Jo. So viel zu dem. Das gleiche habe ich dann beim Gameboy auch gemacht. Da könnt ihr es vielleicht besser sehen. Und zwar habe ich das Loch zum Befüllen hier oben reingesetzt. Das seht ihr jetzt natürlich auch nicht. Und das andere Loch hatte ich da reingesetzt. Na, jetzt will er das nicht machen. Jetzt könnt ihr das nicht sehen, ne?
Naja, auf jeden Fall war es hier. Da seht ihr so ein bisschen, wenn ihr genau hinguckt, so ein Bubbel, das ist nicht richtig, das gehört da nicht hin. Ne? Also da hatte ich dann auch nochmal ein Loch reingebohrt, dass ich es hier reinfüllen konnte und da die Luft entweichen kann. Und da genau das gleiche Thema wie bei meinem Unterwasserding. Es kam immer wieder Öl raus und es hat ewig gedauert. Ja, hier habe ich dann die gleiche, ne, Pübi genommen wie bei dem. Und hier dann auch den Hintergrund weiß gemacht. Dann habe ich mir gedacht, mache ich da ein bisschen Glitzer rein und ein paar Kügelchen und Blümchen. Und fand das ganz niedlich. Rosa wollte ich da jetzt nicht unbedingt reinmachen, weil das ganze Ding ja schon voll ist mit Rosa. Ich habe es dann eher in Bonbontönen gehalten. Ja, finde ich ganz niedlich. Oder was sagt ihr dazu? Fürs erste Mal? Ja, fürs erste Mal finde ich, kann man nicht meckern. Jetzt hat die da eine Blume vorm Auge. Gehst du da mal weg? Ja, fürs erste Mal. Ich finde sie super. Ja, und hier habe ich, wie gesagt, auch angemalt die Knöbels und nur über die Knöbels Harz gegossen nochmal. Das habe ich so gelassen. Und hier oben, das gestaltete sich ein bisschen tricky, habe ich auch wieder die Folie rüber geklebt, also UV-Harz am Rand, Folie rüber, aushärten lassen und dann nochmal Harz rüber, UV-Harz. Und dann ist mir das aber, weil ich wohl zu viel hatte, ein bisschen hier runtergelaufen. Ihr seht es, ne? Jetzt seht ihr das gut. Also hier ist es, diese Klebefläche. Ich hätte es auch ganz machen können, aber das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur das Fenster und das, die Knöpfe glänzen und den Rest wollte ich eigentlich so behalten. Ja, ich finde, es geht trotzdem. Ist nur schade, dass es hier ein bisschen zerlaufen ist. Also muss man darauf achten, dass man da nicht zu viel nimmt. Aber ich finde die niedlich. Ich bin zufrieden. Ja, fürs erste Mal. Ne? Und jetzt seht ihr übrigens auch hier, mit nicht ganz so viel Glitzer gefällt es mir einfach besser. Ja. Obwohl ich ja ein Glitzerfreak bin. So, und dann habe ich noch einen Schüttelrahmen gemacht, allerdings ohne Flüssigkeit, mit einer Katze. Hier möchte ich aber auch noch eine Flüssigkeit reinmachen, weil mir gefällt das so. Nicht so. Jetzt ist das ein bisschen matt. Jetzt muss ich hier. Mir gefällt das so. Ohne Flüssigkeit in diesem jetzt nicht. Liegt wahrscheinlich an den Schüttelelementen da drin. Da habe ich eine Katze, die soll da so da dran kleben mäßig. Ein paar Blümchen reingemacht, Kugeln und auch wieder Streudeko. Und hier werde ich dann aber erst das Öl reinfüllen, wenn die Nadeln da sind. Aber ich finde die trotzdem ganz niedlich. Ne? Ja. Jetzt kleben die Kugeln auch da so am Hintergrund. Es ändert sich dann, wenn die Flüssigkeit da drin ist. Ja. So, und dann habe ich hier halt noch zwei Schneekugeln. Das sind auch Shaker. Da werde ich aber auch noch Flüssigkeit reinmachen. Den sieht man jetzt natürlich gar nicht. Also dieses Glitzer, das klebt jetzt überall fest. Da habe ich auch ein paar Sterne drin und kleine Herzen. Da kommt auch noch Öl rein, damit das einfach schöner fließt. Also es ist ein Wal und eine kleine Robbe, die sich jetzt, die man nicht sieht. Also es sind zwei Folien, die habe ich einfach nur übereinander gelegt. Ich weiß auch nicht. Nee, der. Also ihr seht, es geht auch nicht kaputt, ne? Naja, die Robbe ist da im Glitzerwirrwarr versteckt. Ja, also das ist die. Da mache ich dann auch noch Öl rein. Das dauert noch ein bisschen, bis meine Nadeln kommen. Und hier habe ich dann einmal ein Wölkchen gemacht. Habe ich auch mit diesem Tippex-Stift im Hintergrund gemalt. Und da habe ich mir gedacht, dadurch, dass der ja hier so bunte Tropfen verliert, mache ich ihn auch Tropfen rein. Ich habe leider von den Tropfen nur blau und rosa. Ich habe gar keine anderen Farben. Ich dachte immer, ich habe von den Tropfen noch andere Farben. Fand es dann richtig schade. Also ich hätte da gern richtig die Regenbogentropfenfarben reingehabt mit blau, grün, rot und alles. Ja, und hab dann halt noch ein bisschen gröberes Glitzer mit reingemacht. Ja. Und da bin ich dann mal gespannt, wie es wirkt, wenn meine Nadeln da sind und dann das Öl da drin ist. Jo. So.
Das waren meine Teilchen. Ich hoffe, für den einen oder anderen war was dabei. Am meisten gefällt mir der hier. Ich finde den so niedlich, wie er da drin rumdümpelt. Ja. Wenn ihr noch Ideen habt, was man ausprobieren könnte oder ne, wie zum Beispiel mit den Shakern, wenn man so eine Nadel nicht hat, habe ich euch ja jetzt gesagt, wie es funktioniert, aber es ist eben eine Schweinearbeit und Sauarbeit und na, man matscht mehr rum, aber wen es nicht stört, der kann es ja machen. Ne? Ja, wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen habt, schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir bei Insta, wisst ihr ja Bescheid, macht ihr ja bisher immer ganz tolle. Dann bedanke ich mich fürs Reinschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!